Ja, in dieser Folge soll es dann um Zahlensysteme gehen, und zwar um die binären, dezimalen und hexadezimalen Zahlensysteme. Gucken wir uns zunächst einmal das Zahlensystem an, was wir am besten kennen, was wir tagtäglich gebrauchen. Das ist das dezimale Zahlensystem. Da haben wir die Ziffern von 0 bis 9. Und wenn wir die nächstgrößere Zahl darstellen wollen, also größer als 9, dann müssen wir letztendlich eine weitere Stelle aufmachen und fangen dann rechts wieder bei 0 an. Das heißt, die nächste Stelle wäre dann 1, 0. Wir sagen da 10 zu, also 0, 1 und ein Zehner. Und wenn man das dann weiterzählt, dann geht es bei 97, 98, 99 weiter. Und dann müssen wir wieder eine nächste Stelle nehmen und haben dann die nächste Zahl 100. So, wir haben hier die 1 auf der rechten Seite. Das hat dann entsprechend den Wert 10 hoch 0. Das wäre 1. Dann haben wir die 10er, das ist 10 hoch 1, also 10. Und dann die 100er, 10 hoch 2 gleich 100. Das heißt, die rechte Stelle hat die Wertigkeit 10 hoch 0, die mittlere 10 hoch 1 und die linke entsprechend 10 hoch 2. Und so geht es dann weiter mit 10 hoch 3, 10 hoch 4, 10 hoch 5 und so weiter. So, das ist das Zahlensystem, was wir kennen, das dezimale Zahlensystem. In der Computerei, bei dem Mikrocontroller und auch bei den PCs, beim Mikroprozessor, arbeiten wir meistens mit dem binären Zahlensystem. Und dort haben wir nur zwei Ziffern zur Verfügung, also die 0 und die 1. Und wenn wir dann die nächste Zahl darstellen möchten, dann müssen wir jetzt nach dieser 1 schon eine neue Stelle befragen. Das heißt, die nächste Zahl wäre dann die 1, 0. Danach kämen dann die 1, 1 und die nächste Zahl entsprechend die 1, 0, 0. Das heißt, wir haben immer nur zwei Zahlen und nehmen dann letztendlich nach dieser 1 entsprechend die neue Stelle dazu. Auch hier haben wir Wertigkeiten, und zwar an der rechten Stelle 2 hoch 0. Das entspricht wieder 1. Alles hoch 0 ist immer 1. Dann habe ich hier in der Mitte 2 hoch 1. Und dann 2 hoch 2, das ist gleich 4. Und das geht dann weiter mit 2 hoch 3, 2 hoch 4, 2 hoch 5 und so weiter. So dass ich immer Wertigkeiten habe von 1, 2, 4, 8 wäre die nächste, dann kämen die 16 und so weiter. So funktioniert also das binäre Zahlensystem. Das heißt, diese Zahl hier unten würde entsprechend einmal 4 plus 0 plus 0, also 1, 0, 0. Im binären Zahlenraum bedeutet eine 4 im dezimalen Zahlensystem. Das wäre entsprechend die 3, 2, 1, 0. So, gucken wir uns das nächste Zahlensystem an. Ist das hexadezimale Zahlensystem. Ich habe es mal ein bisschen weiter rechts geschrieben, weil wir brauchen hier gleich ein bisschen Platz. Und zwar hexadezimales Zahlensystem, das 16er Zahlensystem. Wir haben wieder die Ziffern von 0 bis 9, das sind 10 Ziffern. Aber wir möchten jetzt noch keinen Übertrag haben, wir möchten eine neue Ziffer haben. Und weil wir im Prinzip keine Zahlen mehr haben, machen wir mit den Buchstaben weiter. Das heißt, die nächsten Ziffern werden mit Buchstaben aufgefüllt. Also nach der 9 kommt das A, B, C, D, E, F. So einmal kleiner gemacht. Die nächste Zahl wäre jetzt ein Übertrag in die nächste Stelle. Also hier steht eine 1 und da werden wir wieder mit einer 0 anfangen. Geht also weiter mit 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 und so weiter bis 1, F und dann kämen 2, 0 und so weiter. So, als Beispiel eine hexadezimale Zahl 1b. 1b bedeutet, b hat die Wertigkeit wieder 1, 16 hoch 0 ist 1 und diese 1 hat die Wertigkeit 16 hoch 1, das entspricht dann 16. Das heißt, 1b hexadezimal dargestellt bedeutet umgerechnet in das dezimale Zahlensystem 11. B ist 11, wenn man sich anguckt, 9, a wäre 10, b wäre 11. Also 11 mal 1 plus 1 mal 16, also 11 plus 16, das ergibt dann 27. Okay, wir können uns das mal an dem Mikrocontroller angucken.
An einem ähnlichen Beispiel, ich öffne nochmal die Datei hello.world und gehe mal unten hin und inkrementiere jetzt nicht mal den Port P1, sondern schreibe einfach mal eine Zahl dort rein. Nehmen wir mal zum Beispiel eine 20. Das ist hier eine dezimale 20, wenn ich nichts dazu schreibe. Also ich schreibe eine dezimale 20 in den Port P1. Einmal kompilieren. Okay, hat funktioniert, keine Fehler. Und einmal auf den Controller geladen. Okay, und jetzt kann ich das Programm mal ausführen. So, ich habe eine 20 Dezimal in den Port geschrieben und er sagt mir, das wäre Hexadezimal 1,4. 1,4 bedeutet 1 mal 16 plus 4 mal 1, also 16 plus 4 sind 20. Stimmt also. Und die binäre Darstellung, wir haben gesehen, das hat die Wertigkeit 1, 2, 4. Also einmal 4 merken. Dann die nächste war 2 hoch 3, das sind 8. Und 2 hoch 4 sind 16. Also hier die 16 merken. Also 4 plus 16 ergibt 20.